Ich begrüße euch zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt hier in Novigrad. Wir haben einige Hexaufträge erledigt und wollen jetzt einige, ja, Schatzsuchen erledigen, wie es hier so schön heißt. Die Greifenschulausrüstung mittlerweile beinahe zu einfach für uns mit Stufe 11. Ein Gegenstand fehlt noch, oder eher gesagt, ein Plan fehlt noch. Dann würde ich sagen, ja, das sollte schnell gehen. Ich habe keine Ahnung, wo es ist, aber irgendwo werden wir es schon finden. Ja. Ah ja. Ich erinnere mich, das war ein Ort, den ich leicht gefürchtet habe, da da, glaube ich, ein Wyvern war. Damals war es noch viel zu stark. Und da ich damals, glaube ich, nicht wusste, wie man da hinkommt. Aber jetzt weiß ich das. Frag mich nicht, warum. Ich habe es zufällig im Internet gesehen. Wirklich rein zufällig. Futterplatz der Harpien. Ja, wie machen wir das? Reisen wir dahin, ist der Weg zum Fragezeichen kürzer, aber wir müssen gegen Harpien kämpfen. Reisen wir dahin, müssen wir weiter reiten, aber müssen... Harpien, mittlerweile sollte das kein großes Problem mehr werden. Ja, ich habe zufällig ein Video gesehen, wo genau dieser Ort da an der Landzunge erkundet wurde. Daher weiß ich jetzt, wie man an diesen Plan kommt. Aber das ist gleichzeitig gut zu wissen, denn dann haben wir alle Pläne beisammen. Von der Greifenschule. Und dann können wir mit der Katzenschule weitermachen. Oh, Harpien. Oh, Tote. Die vom Himmel. Vom Himmel fallen. Ja, wie gesagt, hier waren wir ja schon mal. Schön, dass jetzt die Geräusche kommen. Plötze, kommst du mal bitte schnell. Hier gewittert und donnert es ein bisschen. Und ich möchte gerne von diesem Berg runter. So. Und das so schnell wie möglich. Ich hoffe mal, dass der Gegner nicht immer noch zu stark sein wird. Ein Basilisk. Was ist denn los mit den Gegnern in letzter Zeit? Ist ja beinahe zu einfach. Oh ja, von den Harpien habe ich jetzt natürlich Angst. Ja, das war der Basilisk. Naja, lies Georgs Notizen. Oh Gott, das muss ja schon eine Ewigkeit her sein, dass wir die Aufgabe bekommen haben im Zusammenhang mit der Greifenschulenausrüstung. Was haben wir hier? 55 Ausdauer, 50 Ausdauer. Oh, der meisterlich gefertigte Rennsattel ist besser als der Rennsattel, den wir bei dem Turnier gewonnen haben. Das ist ja interessant. Wir haben aber auch noch eine neue Klinge bekommen. Banshee. Ich bleibe aber bei dem kritischen Treffer. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der kritische Treffer viel zum Schaden beitragen wird. ...5% Chance auf Vergiften, auch nicht schlecht. Naja, da bin ich mir noch unsicher, wie gesagt, ob die Schwerter das wirklich wert sind. Georgs Tagebuch. Oh, als ich das Gerücht über einen Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Velen. Leider wurde ich von den Präfekten von Gors Velen von meiner Jagd weggeholt. Sie wollten mein
Expertenmeinung. In einem rätselhaften Fall hören, bei dem eine Reihe von Schiffsbrüchen möglicherweise auf das Tun von Nachterscheinungen zurückzuführen war. Offenbar schien ein Drache, der das Land verwüstete, nicht so wichtig wie blockierte Handelsrouten. Glücklicherweise konnte ich das Rätsel um den einsamen Leuchtturm schnell lösen und mich erneut an die Fersen des Drachen haften. Ich habe erfahren, dass die Bauern aus den zerstörten Dörfern in den Elfenkatakomben unter dem Sturmsee Zuflucht gesucht haben. Klug. Doch waren sie nicht klug genug, Feuerholz mitzubringen und haben die Manuskripte der Elfen verbrannt, um sich zu wärmen. Oh Mann, da blutet mir das Herz bei dem Gedanken daran, was für ein Wissen über das Erlenvolk in diesen Flammen aufgegangen ist. Zumindest haben einige Manuskripte überlebt, darunter auch einige sehr interessante Zeichnungen und Rüstungen. Doch genug davon. Augenzeuge haben berichtet, helle Schuppen, Hüfthöhe, 2 Klafter, Länge 5 Klafter, Abendum, geschätztes Gewicht rund 14 Quintal, ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde eine hohe Temperatur in einer Drachenlunge zu halten. Fazit, wir haben es mit einem grünen Drachen zu tun. Beginne mit der Jagd. Ah ja. Also Basilisken sind jetzt auch keine furchteinflößenden Gegner mehr. Eher lächerlich, also irgendwas stimmt mit dem Update nicht. Ich sag's die ganze Zeit, wahrscheinlich stimmt das gar nicht und wir sind einfach nur stärker geworden. Aber irgendwie kommt mir jetzt alles momentan sehr seltsam vor. Und die HP dahinter mir ist mir jetzt mal vollkommen egal. Geht das hier schnell runter. So, und da oben drauf ist ein schicker Gegner, der auf uns wartet, glaube ich. Ich traue mich ja nicht, darunter zu springen. Ja, denn soweit ich weiß, oder soweit ich mich erinnere, war der Eingang schlichtweg da unten. Kann man da runterspringen? Ich weiß ja nicht. Ich sehe mich schon sterben, wisst ihr? Wow. Schick. Wir sehen das hier schon eine Gegnermarkierung, dass hier definitiv irgendwo unter Wasser ein Eingang sein muss. Ort der Macht. Autsch. Komm schon. Diese spannenden und dynamischen Unterwasserkämpfe. Ich hoffe, unsere Luft reicht. Ja, war schon knapp, aber es hat gereicht. Komm, Geralt, das schaffst du. Na, das kannst du jetzt nicht tun, das glaube ich auch. Faser, 2 Rüstungen und überladen, war ja klar. Falsch. ...288, 331. Nee, danke. Der Sattel 250 ist zu wertvoll. Hier wieder der ganze Mist, Mann. Wiegt zwar nicht allzu viel, aber ist halt auch nicht viel wert. So. Wir müssen unbedingt nochmal zu unserer Lagertruhe. Ich muss unbedingt die ganzen Schwerter loswerden. Seht euch das mal an, das ist echt nicht normal. Sonst würde ich tatsächlich sagen, werfen wir einfach die Rüstung weg, oder? Wobei das ist auch was Einzigartiges.
Weg mit dem Sattel. Tut mir echt leid, den haben wir zwar gewonnen, aber der ist nicht mehr irgendwas Besonderes. Wenn wir jetzt schon einen besseren Sattel gefunden haben, erst recht nicht. Schöne Leiter. Schöne Festung. Verbesserter Rennsattel ist definitiv nicht besser als der unsere. Auch das Schwert wird nicht besser sein. Auch die Jägerhose nicht. Ich vermute mal, hiermit können wir dann die Brücke runterlassen, oder? Perfekt. Und hier oben haben wir dann vermutlich endlich unser Manuskript. Die wollte ich nicht mitnehmen. Aber mit Finger aber wieder schneller. So, einmal hoch da. Einmal hoch da. Hallo, mein Freund. Dobromirs Tagebuch. Seltsam, oder? Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht mit den Gegnern. Ich weiß ja nicht. Okay, wir haben Dobromirs Tagebuch gefunden. Das wollen wir uns mal ansehen. Seltsam, seltsam. Vater liegt mir in den Ohren, dass ich zum Leuchtturm gehen und mich um das Feuer kümmern soll. Die Sache ist nur, dass es mir inzwischen scheißegal ist, ehrlich. Was bin ich denn? So ein Golem, der nur dazu da ist, viermal am Tag hochzuklettern, um Holz nachzulegen und Öl nachzugießen? Ich würde viel lieber lernen, wie man eine Schmiede in der Stadt benutzt oder in einer Gießerei der Gnome arbeitet. Großvater Ansori war doch ein Schmied, oder nicht? Er hat Hexerklingen geschmiedet und wer sagt denn, dass ich nicht ein wenig von seinem Talent geerbt habe? Dein Vater sagt das, mein Freund. Dein Vater sagt das. Hä? Ich frag gar nicht erst. Kommt man da eigentlich so runter? Wow. Ja, kommt man auch. So, aber okay, uns fehlt der Plan. Uns fehlt der Plan, wir sind überladen. Das Schwert. Nee. 154 ist doch nicht so viel wert. Boah. 1026. So. Aber wo ist der Plan? Wo ist der letzte Plan? Habe ich ihn doch übersehen? Kann ich mir ja kaum vorstellen. Finde alle Schemas der Greifenschulenausrüstung.
Das ist ja merkwürdig. Irgendwas fehlt hier noch. Ich bin verwirrt. Moment, was ist das für ein... Aha. Ich habe hier doch gerade... Da! Ach, das ist ausmachen. Ach, weil man Kerzen halt löschen kann. Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Klar, Igni zum Anmachen und, ja. Arzt zum Löschen der Flammen. Jetzt verstehe ich's. Aber wo ist der Plan? Aha. Aha. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt, aber wir probieren es jetzt mal über die Dächer. Ich denke mal. Boah, wow, Geralt. Wow. Da sehe ich die Kiste. Und wie wäre man hier jetzt hingekommen, bitte? Mit der Leiter. Na super. Na super. Handwerksnotizen und das Greifen Silberschwert. Aber okay, wir haben Handwerkersnotizen gefunden. Die wollen wir uns mal ansehen. Oh Mann, wir brauchen unbedingt unsere Beutetruhe. Oh Gott. So, Schriftstücke, Handwerksnotizen. Ein Auftrag, wie ich ihn seit Jahren nicht mehr hatte. Mich hat der Hexer aufgesucht, der vom Baronell gerufen worden war, um sich der bösen Kräfte im Leuchtturm anzunehmen, die die Schiffe an den Felsen zerschellen lassen. Er stand in der Tür meiner Schmiede, sah so edel aus wie ein Prinz oder Graf und sagte mir, dass sein Silberschwert während des letzten Auftrags beschädigt worden war. Die Klinge war stark angeschlagen, an zwei Stellen fast gebrochen. Ich fragte ihn, woher ich denn wissen solle, wie eine solche Klinge zu reparieren wäre. Da gab er mir ein Schema und sagte, ich solle ihm eine gänzlich neue Klinge schmieden. Er versprach mir eine hübsche Summe dafür. Hätte mich bei der Herstellung dieses Dings fast selbst umgebracht. Ja, ich war Lehrling bei Meister Barnaby von Novigrad und ich habe schon ein oder zwei Hexerklingen ins Leben gerufen. Aber es ist schon über 3 Jahre her, dass ich sowas zuletzt in der Hand hatte. Am Ende war es einerlei. Denn noch ehe ich damit fertig war, hatte der Hexer herausgefunden, wie was mit dem Leuchtturm vor sich ging. Und so musste er schnell zur Burg des Baronets ein, um Rest unleserlich. Ah ja. Ja, schön, dass ich das nicht gesehen habe. Das ist aber traurig, oder? Naja. So, Plötze. Da brauchst du mich gar nicht so blöd anzugucken. Bevor wir jetzt weitermachen mit der Katzenausrüstung, wollen wir auf jeden Fall nach Novigrad reisen und ganz, ganz schnell unser Inventar etwas umkrempeln. Die Beutetruhe ist da. Oder wo ist die andere? Lass mich raten. Da, nee, dann lieber nach Novigrad. Direkt hier beim Tor des Hierarchen. Wie gesagt, dann packen wir mal die ganzen Schwerter weg. Ich will die ungern verkaufen, einzigartig und so weiter, aber die im Inventar zu tragen macht wirklich gar keinen Sinn. Dann suchen wir uns noch die Katzenrüstung und dann können wir durchaus mit Nebenaufträgen weitermachen.
Wobei da, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel auf uns wartet. Wir haben jetzt schon die erste Folge bekommen, die bezeugen, dass wir hier in Velen sehr, sehr gründlich unterwegs waren. Schön, dass da ein Elf auf dem Boden lag. Was ist jetzt schon wieder? Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Okay. Und warum herrscht hier bitte jetzt diese seltsame Abriegelung? Sind hier etwa Magier geflohen? Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, der hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden Einzelnen fangen und auf den Scheiterhaufen werfen, wie verseuchtes Vieh. Danach schmeißen wir dich hinterher, aber einen Passierschein habe ich leider nicht. Tut mir leid, hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal, wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürgen. Passieren lassen, hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von Sigi Reuven. Ich bin alles so leid. Dankeschön, Dankeschön, lieber Reuven. So schnell kommen wir nach Novigrad. Aber okay, interessant, dass hier schon eine Abregung herrscht. Auf deinen Sohn, Jost. Möge er nach seinem Vater geraten. Und oh Mann. Wenn Rittersporn das nur sehen könnte. So, unser Lager. Ja. Weg, 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 weg. Und so weiter. Ich hoffe, dass da ganz viel reinpasst. Emmental, es war schön mit dir. So, die Trophäen packen wir auch mal alle rein. So. Und das behalten wir bei uns. So. Da macht Geralt wieder einen Freudesprung. Statt 30 Schwerter noch 2 dabei. Welche Trophäe haben wir aktuell ausgerüstet? 10% Chance auf Verstümmeln, das ist super. Okay, dann war es das auch schon wieder. Können wir mit dem Vogel reden? Schade. Schade, wirklich schade. Uah. Okay, dann auf Wiedersehen. Schön, dass nur... Oh, aber richtig abgeriegelt. Sehr heftig. Auch schön gemacht, man sieht, wir sorgen wirklich für Veränderungen in der Welt. Und ebenso sorgen wir für Veränderungen bei unseren Manuskripten, denn wir wollen... die Katzenschulrüstung finden. 5 von 7. Da ist Philippa Eilhardt. Das würde ja perfekt zur Nebenaufgabe passen. Dann machen wir aber vorher was anderes. Nämlich eine unglückliche Wendung. Oh Gott. Pass auf, Nittel. Die kleine Schachtel, die du mir mitgebracht hast, war da irgendwas von Wert drin. Genau, da erinnere ich mich noch dran. Setz dein Hexen ein, um die Fracht zu finden, die vom Boot des Fährmanns gefallen ist. Damals zu schwer für uns. Jetzt wurde er ein schlechter Witz. Sollte jetzt ganz lustig werden. Boah, ist das lange her, dass wir hier waren. Boah, ist das lange her. 100 Videos? Meine Güte. Wir sind jetzt auch schon hier bei The Witcher beim 120. Video. Eine echt stolze Summe, muss ich sagen.
Und wenn ich daran denke, ich habe es ja schon mal betont, dass die Add-ons jeweils mit 20 Stunden zu Buche schlagen sollen. Aber was ist denn hier jetzt schon wieder los? Banditen? Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen aufmischen. Ein echtes Bankett. Woher habt ihr das ganze Fleisch? Wir haben hier lauter Schweine gefunden. Eins davon haben wir gebraten. Willst du einen Happen? Wir haben genug. Nein, danke. Das gehört doch den Bauern, oder nicht? Ich verzichte, danke. Selber schuld. Kaius, schneid uns noch einen Lappen runter. Nein, das geht zu weit. Sie haben Jagoda gebraten. Diese Ratten. Ach, er nun wieder. Willst du noch mehr Dresche? Worum geht's denn? Sie haben Jagoda geschlachtet und gebraten. Halunken! Immer das Gleiche. Hilft nichts, ich muss ihn verhauen. Kaius, Jakob, packt ihn. Nein! Aufhören! Hilfe! Ja, wir schützen ihn natürlich, wenn das sein Schwein ist, meine Güte. Er hat euch nichts getan. Lasst ihn los. Da sind wir freundlich und bieten dir einen Braten an. Und du? Von Touristen lassen wir uns nichts sagen. Mach den rund, Jungs! Verdammt, bist du hässlich. Na, wie gesagt, wenn das sein Schwein ist, dann... Also, ich würde weglaufen. Ehrlich, ich würde weglaufen. Er will nicht weglaufen, er will... Ja. Selbst schuld. Bist du verletzt? Nein, aber Jagoda! Sapalot, sie haben sie gebraten! Du musst das Schwein ja wirklich geliebt haben. Wer bist du? Ich bin Geralt von Riva. Und ich bin Jontek von... von hier eben. Ah ja. Und warum bist du der Einzige von hier? Lebst du alleine in diesem Dorf? Nee, sie sind zu Hause. Flapp und Hagel und Bebon. Nur Klaus und Igor fehlen. Wer sind Klaus und Igor? Igor ist der Trottel, der Gras isst. Klaus ist der Dorfälteste. Jedermann kennt Klaus. Aber wo die jetzt sind, weiß nicht. Die wurden wohl durch die Schweinemagie genommen. Schweinemagie? Was ist das denn bitte? Sind die Schweine magisch? Natürlich! Guck doch selbst! Ja, gut, ich guck mir die Schweine an. Klasse, Mann! Setz den Hexersinn ein, um die Schweine im Dorf Lurch zu untersuchen. Soll wohl ein Scherz sein, oder? Oh, ja. Sieht wie ein stinknormales Schwein aus. Aber das Medaillon wird wild. Jontek hat recht. Sie sind verzaubert. Verzaubert also? Wer hat denn bitte Schweine verzaubert? Jetzt wird es ein wenig absurd. Oh Mann, und Jontek ist auch ziemlich durch. Jontek? Ja? Ja, wegen der Schweine. Die Schweine, die scheinen in der Tat magisch zu sein. Ja, weil, wegen der Zauberei. Die hat sie alle so werden lassen. Und diese Schweine, die waren mal Menschen? Klar, was hast du denn gedacht? Hilf ihnen! Verwandle sie zurück! Wie haben die Leute sich in Schweine verwandelt? Das war Magie. Ich habe Igor den Schlüssel gegeben. Er hat die Leute versammelt und sie sind losgezogen. Was für ein Schlüssel ist das? Der hier. Passt zur Schweinehütte, jawohl. Ich verstehe nur Bahnhof und der Schlüssel war verdammt groß. Und wo hast du denn bitte diesen Schlüssel her? Wo hast du den Schlüssel her? Haha, gefunden! Ich habe ihn Igor gezeigt, ne? Und der hat allen gesagt, dass sie losgehen sollen.
Und dann waren sie verwandelt. Okay, ich glaube, ich muss mich da mal bei dieser Schweinehütte umschauen. Ich muss mir die Schweinehütte mal näher ansehen. Wo ist sie? Na da, hinter dem Hügel. Du gehst einfach weiter, bis du hinkommst. Kapiert? Ich werde sie finden. Das Gold der Trottel. Ja, das stimmt wohl. Oh Mann, es gibt auf jeden Fall immer neue Aufgaben, denn hier waren wir auf jeden Fall schon mal in dem Bereich bei der Windmühle. Geralt, das ist nur eine Hecke, ganz ruhig. Ja, das Gold der Trottel. Autsch. Na. Mann, also, Mann. Ich komme gar nicht weg, habt ihr das gesehen? Mann. Darf ja nicht wahr sein. Blödes Update. Ich schiebe jetzt einfach immer alles aufs Update. Auch, dass ich gerade getroffen wurde, ist Schuld des Updates. Tut mir beinahe leid, die Kleinen. Aber die Mutagene können wir gut gebrauchen. So, und hier soll irgendwo diese Schweinshütte sein, ja? Oder eben sehr, sehr weit weg. Ich traue mich gar nicht, die Karte aufzumachen, um dann zu sehen, dass es am anderen Ende der Welt ist. Wahrscheinlich irgendwo in Temerien, neben der Festung der Lavalettes. Beim Grab von... Ah, okay, doch nicht. Banditen? Warum Banditen? Warum Banditen? Jetzt bin ich verwirrt. Geh in die Schweinehütte? Hä? Warum Banditen? Das gefällt mir nicht. Ich sag euch, ihr sollt... Wer ist das? Er hat uns entdeckt! Schnappt ihn! Gemeinsam, Jungs! Okay, ich sollte schnell Schwert ziehen. Das richtige Schwert. Oh ja. Welche Bedrohung. Welche Bedrohung von euch ausgeht. Ich glaube, das Plündern lohnt sich sowieso nicht. Ne. Okay. Benutzen. Schlüssel passt doch. Ein Portal. Ins Haus der Schweine oder was? Schwein. Hallo, liebes Schwein. Das Medaillon vibriert. Das Schwein muss auch aus dem Dorf sein. Moment, das klingt ja wie... Verstehst du mich? Also gut, versuchen wir es. Einmal quieken heißt ja, zweimal nein. Verstehst du? Ja, erstmal hier was zu fressen, mein liebes Schweinchen. Ich weiß nicht, wie lange du schon hier bist, aber du musst hungrig sein. Ich hab was Leckeres für dich. War wohl lecker. Ich gehe mal gar nicht darauf ein, wie bescheuert die Aufgabe ist. Ich lasse es mal einfach so auf euch selbst wirken. Ja, lass uns reden, liebes Schwein. Ich bin zwar ein Hexer und bis jetzt nimmt man mich ganz ernst, aber machen wir mal weiter. Na gut, reden wir.
Jontek hat gesagt, dass nur der Kräuterkundler und der Dorfälteste fehlen. Dann müsstest du einer davon sein. Einmal quieken heißt ja. Bist du Klaus, der Dorfälteste? Bist du der hiesige Kräuterkundler? Ich hab von dir gehört. Igor? Angenehm, ich bin Geralt. Ja, gar nicht bescheuert oder so. Kennst du diesen Ort? Ist es ein Grab? Sind wir in einem Tempel? Warte hier, ich sollte mich umsehen. Bis später. Der Tempel der Schweine oder was? Nach dem Käse kommen jetzt die Schweine. Jetzt verstehe ich die Goldmünze auf dem Boden. Hier muss das Gold aufbewahrt worden sein. Eine Schweineskulptur. Eine Goldmünze auf dem Boden. Hier muss das Gold aufbewahrt worden sein. Das sagst du bereits, Gere. Ach du Schande. Es sind viele Leute durchgekommen. Und etwas Schweres war auch hier. Ja, vermutlich Gold. Schweinegold. Grasflecken auf dem Hemd. Und ein Kräutersack drunter. Das muss der Kräuterkundler sein, Igor. Wir haben doch mit dem Schwein gesprochen. Ich bin zurück. Na gut, reden wir. Ah, das Gold, das Schweinegold. Hier war Gold. Weißt du, was damit passiert ist? Ich muss mit Jontek darüber reden. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Dies ist ein Tempel und hier war eine Schüssel voller Gold. Jontek hat den Schlüssel gefunden, ihn den Dörflern gezeigt und die wurden gierig. Leider war niemandem klar, dass das Gold durch einen Fluch geschützt sein könnte. Um den Fluch zu brechen, müssen wir das Gold zurückbringen. Ich sollte Jontek fragen. Vielleicht weiß er, wo es ist. Bitte was? Die ganze Transformation scheint ein gemeiner Witz zu sein. Oder schlecht gewirkt von jemandem, der nichts drauf hat. Ach, Geralt, du bist mir ja einer. Oh Mann. Wie gemein. Wer hat denn hier... Wer macht denn so einen Fluch? Also, wer wirkt denn so einen Fluch? Das ist ja mehr als gemein. Jetzt können wir auch gerne Plötze rufen. Plötze ist zickig, weil wir mal aufs falsche Pferd gestiegen sind. Ich sag's euch. So. Einmal querfeldein. Sollte am schnellsten gehen. Wahrscheinlich deutlich schneller als letztens zu Fuß. Hallo, liebe Neckar. Schön, wie schnell ihr wiederbelebt wurdet. Da ist schon die Windmühle. Schneller. So. Rette sie, sonst schlachten die sie. Das war der letzte. Das Dorf ist sicher. Fürs Erste. Wölfe, okay. Jontek, alles in Ordnung? Du Schweinegolddieb oder so ähnlich? Jontek? Ja? Jetzt weiß ich, was mit den Dorfbewohnern passiert ist. Sie wurden verflucht. Ah, und? Kannst du sie entfluchen? Ja, aber ich werde deine Hilfe brauchen. Geht klar. Ich glaube, Jontek ist geizig, ein bisschen verwirrt, oder? Wurdest du etwa nicht verflucht, weil sich der Fluch bei dir nicht lohnen würde, geistig gesehen? Du wurdest nicht verwandelt wie die anderen Dörfler. Ich würde schon gerne wissen, warum nicht. Weil ich nicht mit ihnen gegangen bin?
Du hast kein Gold aus dem Tempel genommen? Nein. Warum sollte ich? Ja, warum sollte man Gold nehmen? Ich weiß ja auch nicht. Ja, wo ist es denn? Es wurde Gold gestohlen. Daher der Fluch. Weißt du, wo das Gold ist? Ich hab's versteckt. Nun, du musst es zurückgeben und die Dörfler müssen dabei anwesend sein. Was? Hol das Gold. Ich treibe die Schweine zusammen. Wir treffen uns bei der Mühle und gehen alle zusammen zur Schweinehütte. Das müsste klappen. Wir retten sie. Ich hol das Gold. Irgendwie muss ich sie zusammenhalten. Mit Axi vielleicht? Bitte was? Oh ja. Das wird lustig. Na los, zur Mühle, Schweinchen. Wartet da auf mich. Geralt, du hast sie nicht mehr alle. Vielleicht wird er selbst noch zum Schwein, wenn es so weitergeht. Oh Mann, wo ist denn hier der Eingang? Meine Güte. Warte. Geralt, nicht so gemein. Ja, ja, ich denke gerade wieder an die Aufgabe mit dem guten Mann, der sich als Huhn verkleidet hat aus The Witcher 2. Was da ein Highlight war, ist hier noch gar nichts. Na los, Grunzer. Grunzer. Ach, Geralt. Wenn Triss dich nur sehen könnte. Oh Mann. 7 und da kommen Nummer 8 und 9. Perfekt. Sie sind alle hier. Nur Igor nicht. Igor wartet auf uns. Denk dran, wenn wir da sind, legst du das Gold dahin, wo es war. Du holst die Schweine. Ich übernehme das Tragen und Hinstellen. Der Ärmste ist, glaube ich, genau. Wirklich ganz helle. Soll ich jetzt mit ihm zu Fuß dahin gehen? Ja. Eine Schweinswanderung. Jontek, der geistig nicht ganz klare, ist letztlich der, der aufgrund seiner mangelnden reellen oder gesellschaftlichen Einschätzung des Goldes nicht verflucht wurde. Auch schon lustig, oder? Ich meine, jeder, der klar beim Gedanken wäre, hätte Gold genommen und wäre deshalb verflucht worden. So wie unsere neuen Ferkelchen hinter uns. Ich versuch's ja schon. Das war's schon. Was für eine Aufgabe. Bewegt euch. Also wer die Aufgaben bei CD Projekt Red geschrieben hat, vor allen Dingen diese jetzt hier, den würde ich mal gerne kennenlernen. Los, darüber. Wacht man morgens auf und denkt sich dann, komm, wir machen mal eine Aufgabe. Warte. Über Schweine, was? Was ist denn jetzt los? Bin ich jetzt eigentlich nur bescheuert oder was? Was mache ich hier überhaupt?
Oder sind wir jetzt doch den... Ah, okay. Toller Schatz. Wenn da jetzt die ganzen Bürger stehen, dann lache ich aber. Ich dachte schon. Ich dachte schon, das Spiel wäre abgestürzt. Oh wei, oh wei. Ich bin wieder ich. Danke. Nicht zu früh, Freund. Wir müssen durchzählen. Die Menschen. Wir sind noch fast vollzählig. Danke, Weiser. Ja, das habt ihr aber eigentlich nicht mir zu verdanken, sondern eurem geistig Unterbelichteten hier. Bedankt euch bei Jontek. Er hat mir sehr geholfen. Aber Jontek hat uns den Schlüssel gebracht. Er muss gewusst haben, dass das Gold verflucht war. Er wollte nicht mit uns gehen. Aber ich hab nicht. Das war Igor. Igor wollte... Da windest du dich nicht raus, du Stinker. Auf ihn! Hilf mir! Nein, ich denke mal, wie gesagt, der ist geistig gar nicht in der Lage, sowas auszu... Nein. Der Erste, der die Hand gegen Jontek erhebt, ist sie los. Hey, hey, wir wollten doch bloß... Der Mutant schlitzt uns noch auf. Verschwinden wir von hier. Danke. Geh besser nicht zurück ins Dorf, sonst geht es noch schlimm für dich aus. Du musst einen anderen Ort für dich finden. Ja, was immer das heißt. Alles Gute. Na komm, Geralt. Wer zum Schwein? Oh Mann. War das jetzt nur so eine kurze Nebenaufgabe? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Haha. So, ja, Schatz suchen. Ja. Das wollten wir eigentlich machen, ne? Das machen wir dann beim nächsten Mal. Also jetzt auch noch, nee. Ja, beim nächsten Mal gibt es dann auf jeden Fall hier noch die unglückliche Wendung. Und danach gehen wir dann mal in Richtung Philippa Einhardt, würde ich sagen. Dann haben wir genug Nebenaktivitäten gemacht. Wobei, wir können mal nachgucken. Vielleicht haben wir noch was Schönes dabei. Aber ansonsten wartet Philippa Einhardt gemeinsam mit der Katzenrüstung auf uns. Und das motiviert mich sehr, hier beim nächsten Mal weiterzumachen. Bis dahin war es aber erstmal hier mit The Witcher 3. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier. Hoffentlich dann ohne Schweine. Ciao, Leute.